Dere und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Wildgänse. Wir spielen heute wieder Europa Universalis 4, sind mitten in unserem Portugal-Kolonisations-Run. Es schaut aktuell leider nicht so gut aus für uns. Folge 8, in den letzten 7 Folgen haben wir eigentlich durchgehend Misserfolge einstecken müssen. Hoffen natürlich jetzt in dieser Folge die Wende zu schaffen. Wir schauen uns hier gerade die Nation von Savoyen an, hoffen hier vielleicht einen guten Verbündeten zu bekommen, bieten ihnen gleich das Bündnis an und ja, bekommen es auch. Bündnis ist auch schon das Stichwort für die heutige Folge. Ich werde euch heute nämlich ein bisschen was über das Diplomatiesystem im Spiel erklären. Den alten Hasen unter euch wird das natürlich alles klar sein, aber ich bin selbst Anfänger, ich kann auch nur anderen Anfängern meine Erfahrungen weitergeben letzten Endes. Wie funktioniert also das Ganze? Ja, grundsätzlich alles, was man tut, hat Auswirkungen. Das kennt man eigentlich von mittlerweile sehr, sehr vielen Rollenspielen. Hier ist es eben auch so. Wenn ich Provinzen besitze, die eine andere Nation gerne hätte, dann drückt das in der Regel meinen Sympathiewert bei dieser anderen Nation. Sprich, wenn ich etwas habe, was der andere will, dann mag er mich nicht so gerne. Wenn ich sehr mächtig bin und ich kann diesem Gegenüber irgendetwas bieten, Schutz beispielsweise, dann wird er mich mehr mögen. Es geht da nach oben und nach unten, also von minus 200 bis plus 200. 0 wäre ja der Durchschnitt, aber eigentlich schon recht negativ. Generell, um ein Bündnis zu bekommen, braucht man schon einen deutlichen positiven Wert, also in der Regel so 80, 100 aufwärts. Das wäre schon sehr gut, gibt aber da natürlich auch unterschiedliche Faktoren, die mit reinspielen. Eben zum Beispiel, was spricht alles gegen mich? Es wird also wirklich ganz genau aufgelistet im Grunde, was mag die andere Nation an mir und was mag sie nicht an mir? Was könnte sie mögen? Ja, zum Beispiel eine friedliche Politik. Wenn ich nur sehr selten Kriege führe, dann mögen das die anderen Nationen in der Regel gerne. Oder wenn ich einen Diplomaten an den Hof schicke, der dann natürlich für mich Werbung macht sozusagen, dann mögen das die anderen Nationen ebenfalls gerne. Oder wenn wir den gleichen Glauben haben. Oder wenn wir beispielsweise eine Staatsehe mit der anderen Nation eingehen. Oder wenn wir gemeinsame Feinde haben. Das sind alles Faktoren, die die Beziehung begünstigen. Und je mehr dieser Faktoren eben für uns sprechen, umso einfacher ist es letzten Endes, ein Bündnis zu schließen. Es gibt aber eben, wie vorhin schon kurz erwähnt, auch Faktoren, die gegen uns sprechen. Beispielsweise eben haben wir Provinzen, die der andere gerne möchte. Oder ja, sind wir eine kriegerische Nation und führen permanent Krieg, dann schadet das natürlich unserem Ansehen und das Gegenüber ist misstrauischer oder eben uns gegenüber sogar negativer eingestellt. Oder befinden wir uns beispielsweise jetzt gerade in einem Krieg? Und solange man sich in einem Krieg befindet, ist es praktisch unmöglich, ein neues Bündnis einzugehen. Ist auch nachvollziehbar. Niemand will ein Bündnis eingehen und postwendend in den Krieg gerufen werden. Ist relativ logisch. Oder wenn wir eben eine andere Staatsreligion haben, Beispiel, ja,
Katholizismus, Protestantismus oder Christentum, Islam grundsätzlich, Orthodox und so weiter. Da ist es generell aber eben auch so, dass zwischen einzelnen Konfessionen weniger Konfliktpotenzial besteht als zwischen komplett anderen Glaubensrichtungen. Ja, ist natürlich, also ist einfach so, ist hinzunehmen. Ja, wie gesagt, kann man darüber diskutieren. In diesem Spiel ist das einfach so. Dann ist es eben auch so generell, dass die Meinung des Gegenüber sich permanent verändert. Eben, ich kann, wie vorhin schon erwähnt, einen Berater an den Hof schicken, der für mich Werbung macht, dann steigt die Meinung. Wenn ich zum Beispiel niemanden hinschicke, dann wird in der Regel die Meinung sinken, zwar sehr langsam, da sprechen wir dann von vielleicht 1-2 Punkten pro Jahr, wie vorhin schon erwähnt, 200 ist zum Beispiel das Maximum. Das heißt, wenn mich mein Gegenüber absolut liebt und auf 200 ist und ich schicke dann niemanden hin, ich kümmere mich nicht um unsere Beziehungen, dann wird eben pro Jahr ja eben 1, 2, 3 Punkte von diesem Maximum, auf dem wir uns befinden, abgezogen werden. Ist jetzt nicht tragisch, denn ja, man kann natürlich dann irgendwann wieder nach oben arbeiten. Generell ist es dann auch so, dass die Verbündeten für das Vogelmana zählen, das Taubenmana, also eben die diplomatische Macht, das ist der mittlere Wert, eben symbolisiert durch eine Taube. Und je nachdem, welche Nation man ist, welche nationale Ideen oder generell Ideen man freigeschaltet hat bisher und auch einige andere weitere Faktoren, wird eben dann bestimmt, wie viele Verbündete man ohne Abzug haben kann. Generell kann man Verbündete machen ohne Ende, so viel man eben möchte. Generell. In der Regel starten die meisten Nationen mit 3 möglichen Verbündeten. Was passiert also, wenn ich hier einen vierten habe? Dann verliere ich eine diplomatische Macht pro Monat. Ist jetzt nicht tragisch grundsätzlich, ja, das stimmt. Interessanter wird es, wenn man beispielsweise, ja, 2, 3, 4 Verbündete zu viel hat und man eben 2, 3, 4 diplomatische Macht pro Monat verliert, gleichzeitig aber beispielsweise eben diese Macht ansammeln möchte, weil man sie zum Beispiel braucht, um bei Ideen weiterzukommen oder weil man sie benötigt, um Friedensangebote, wenn man im Krieg ist, zu machen, sind dann natürlich Punkte. Da fehlen uns eben diese Werte und kann dann problematisch werden. Natürlich bleibt dennoch die Frage, ist es sinnvoller, viele Verbündete zu haben, die einem im Krieg beistehen, oder ist es sinnvoll, eben hier diesen Wert zu generieren und immer mehr davon anzusammeln. Allerdings ja, keine nützlichen oder zuverlässigen Verbündeten zu haben. Ist natürlich Geschmackssache. Generell merkt man schon, man braucht die diplomatische Macht immer wieder und es ist schon sinnvoll, wenn man sich halbwegs an dieses Limit hält, denn eben wenn man da drüber kommt, man legt dann doch immer ein bisschen was ab und letzten Endes fehlt einem diese Macht. Ja, ist aber, wie gesagt, völlig individuell, also kann auch sein, dass es egal wäre. Man kann Spiele spielen, ohne wirklich irgendwie diplomatische Macht zu benötigen, denn man sagt, okay, ich forsche ohnehin keine der diplomatischen Ideen, ich habe kein Problem damit, wenn ich ins Minus gehe bei den
Friedensverhandlungen beispielsweise und auch sonst, ja, dass die Sache mit dem Bekehren und so weiter, die ist mir eigentlich auch egal. Ja gut, dann kann man darauf pfeifen und holt sich eben einen Verbündeten nach dem anderen. Die Sache ist die, irgendwo ist dann trotzdem früher oder später eine Grenze erreicht, denn das Gegenüber sieht natürlich auch, dass man viele Verbündete schon hat und findet das in der Regel auch nicht so toll. Dann haben ja auch alle anderen Nationen jeweils zueinander einen bestimmten Wert. Das heißt, früher oder später werde ich mit einem Feind oder einem Rivalen eines anderen potenziellen Verbündeten verbündet sein. Und ja, das findet der andere dann natürlich nicht so toll und ist schon nicht mehr bereit, mit uns ein Bündnis einzugehen. Sprich, die ganze Sache regelt sich letzten Endes ohnehin von selbst. Wo es natürlich interessant ist, ist beispielsweise das Heilige Römische Reich. Wenn man beispielsweise als Österreich spielt, dann hat man von Anfang an hier bereits ja, relativ große, ich möchte nicht sagen Probleme, aber ein relativ großes Manko, einfach weil es hier sehr viele kleine Nationen gibt, die zu denen jeweils eine Beziehung besteht und man kann nur sehr schwer zusätzliche neue und vielleicht auch wirklich brauchbarere Verbündete an Bord holen. Was mache ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich war bisher zum Beispiel mit England verbündet, möchte aber nicht länger mit England verbündet sein, weil die meinen Plänen im Weg stehen oder was weiß ich warum, dann kann man dieses Bündnis natürlich lösen. Das ist grundsätzlich kein Problem. Dadurch wird dann auch ein Waffenstillstand verhandelt. Das heißt, wer sich überlegt, haha, ich bin zuerst mit denen verbündet, dann löse ich das Bündnis auf und dann folgt postwendend mein Angriff. Der hat sich getäuscht, geht natürlich, also wäre möglich, aber einen Krieg zu beginnen ohne Kriegsgrund wird gar nicht gut aufgenommen in der Welt. Ja, man sieht die Parallelen. Und ja, dadurch werden einem die bisherigen Verbündeten beispielsweise nicht helfen oder möchten einem nicht helfen und so weiter. Und man verliert eben auch wirklich an Ansehen, denn das ist einfach ein unglaublich unguter Move, den man schlichtweg nicht macht oder nicht machen sollte. Aus diesem Grund, ja, muss man sich wirklich überlegen, mit wem ist man verbündet, was sind meine Langzeitziele, was sind meine kurzfristigen Ziele, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Verbündeter mir weiterhelfen kann, kurzfristig, aber auch langfristig. Und ja, im richtigen Moment muss ich dann bei den kurzfristigen Zielen beispielsweise oder bei den kurzfristigen Verbündeten natürlich dann auch die Reißleine ziehen und sagen, okay, jetzt ist Schluss, jetzt suche ich mir einen anderen Partner, warte zum Beispiel eben die Zeit des Waffenstillstands ab und verleibe mir dann vielleicht den früheren Verbündeten ein. Das ist natürlich absolut legitim. Grundsätzlich natürlich auch hier wieder moralisch irgendwo fraglich, aber ja, letzten Endes steuern wir unsere eigene Nation und müssen natürlich auf diese Nation achten. Ihr seht also schon, das ganze Thema ist wirklich sehr, sehr komplex, wie eben auch dieses komplette Spiel, aber ich muss es ehrlich sagen, die Diplomatie, hier zum Beispiel jetzt gerade Österreich im Hintergrund, die Diplomatie ist ein super Faktor dieses Spiels, macht das ganze Spiel unglaublich spannend und sorgt auch dafür, dass jede einzelne Runde, jedes einzelne Spiel auch wirklich einzigartig ist, denn eben diese ja, Beziehungen, die einzelnen Nationen zueinander haben, die sind nicht immer gleich. Natürlich, es gibt gewisse Präferenzen, gewisse ja,
Dinge, die sehr, sehr häufig passieren, die vielleicht 8 aus 10 Mal passieren oder 80 aus 100 Mal, gibt eben gewisse Dinge, die passieren häufiger, gibt aber auch Dinge, die passieren sehr selten, aber kommen trotzdem vor. Und nicht in jeder Partie, unser Ziel war es ja hier zum Beispiel, die Gründung von Spanien zu verhindern zwischen Aragon und Kastilien, ist uns leider nicht gelungen. Dennoch kann es sein, auch ohne unser Zutun, dass dieser Zusammenschluss nicht zustande kommt. Wir werden sehen, wie es hier aussieht. Beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald und derre!